ich bin arbeitssuchend und kann mein restliches Leben nicht von meinen Ersparnissen bestreiten. Daher lese ich Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. So, ich bin angekommen im Kapitel 1 Historie der Persönlichkeitsstörungen, in Unterkapitel 1.3 Konzepte zur psychopathischen Persönlichkeit. Ich lese einfach weiter. Das Kapitel geht noch bis Seite 13. Immer wieder die Eieruhr auf 55 Minuten. Mein Frühstück, ein Glas Milch. Die Beschreibung der Gemütlosen entspricht der heutigen antisozialen Persönlichkeitsstörung am ehesten, für die Fiedler folgende Charaktermerkmale aufzählt. Fehlendes Gefühl für Moral und Normen, unverbesserlich, Neigung zur Kriminalität auf der einen, erstaunliche Leistung stahlharter Naturen und Führungsposition auf der anderen Seite. Schneider bemüht sich dabei, der negativen gesellschaftlichen Besetzung des Psychopathiebegriffs entgegenzuwirken, indem er betonte, dass Psychopathologie nicht unmittelbar antisoziales Verhalten bedeutet. Jedoch scheitert sein Versuch, diese Ansicht zu verbreiten. Aufgrund der generellen Kritik an dem Psychopathiebegriff führte der amerikanische Psychologe George E. Partridge 1930 erstmals den Begriff der Soziopathie ein, der den Psychopathiebegriff ablösen sollte. Soziopathen beschrieb er als Menschen, die überdauernd ein gestörtes, fehlangepasstes Verhalten zeigen. Dieses Verhalten sei nicht durch Bestrafung oder andere Erziehungsmethoden zu korrigieren oder in sozial angemessene Muster zu bringen. Partridges Begriff der Soziopathie wurde in den später entwickelten Klassifikationssystemen teilweise aufgenommen. Den entscheidendsten Einfluss auf das heutige Verständnis der antisozialen Persönlichkeitsstörung sowie auf die empirische Forschung in Nordamerika hatte die Monographie The Mask of Sanity des amerikanischen Psychiaters Howie M. Clackley, die er 1941 veröffentlichte. Anhand von 16 Kriterien charakterisierte er darin einen Psychopathen. Oberflächlicher Charme und durchschnittlich bis überdurchschnittliche Intelligenz. Keine Wahnvorstellungen oder andere Anzeichen irrationalen Denkens. Weder Angst noch andere neurotische Symptome, auffallende Gelassenheit, Ruhe und Wortgewandtheit. Unzuverlässig, keinerlei Pflichtgefühl, weder in großen noch in kleinen Dingen. Falsch und unaufrichtig, kennt weder Reue noch Schuldgefühle. Antisoziales Verhalten, das weder angemessen motiviert noch geplant ist. Antisoziales Verhalten, das weder angemessen motiviert noch geplant ist und dessen Ursache eine unerklärliche Impulsivität zu sein scheint. Geringe Urteilskraft und unfähig aus Erfahrung zu lernen. Pathologisch, egozentrisch, vollkommen selbstzentriert, unfähig zu wirklicher Liebe und Bindung. Generell Mangel an tiefen und dauerhaften Emotionen. Fehlen jegliche Einsicht, unfähig, sich selbst mit den Augen anderer zu sehen. K.
keine Anerkennung anderer für besonderes Bemühen, für Freundlichkeit und entgegengebrachtes Vertrauen. Launisches und anstößiges Verhalten unter Alkoholeinfluss und manchmal sogar auch nüchtern. Pöbelhaftigkeit, Grobheit, schneller Stimmungswechsel, üble Streiche. Keine ernsthaften Suizidversuche. Ein ursprüngliches, triviales und kaum integriertes Sexualleben. Unfähig, sein Leben zu planen oder seinem Leben irgendeine Ordnung zu geben, höchstens eine, die ihm hilft, eine Selbsttäuschung aufrechtzuerhalten. In seinem Werk beschrieb Clackley Psycho, wie heißt er? Harvey M. Clackley, 1941. In seinem Werk beschrieb Clackley Psychopathie als eine schwere Erkrankung, die sich durch antisoziale Verhaltensweisen auszeichne, für die es keine adäquate Motivation gebe. Er betonte, dass dieses Verhalten weder durch eine Psychose noch durch eine Neurose oder eine geistige Behinderung bedingt sei. Der Psychopath könne keine emotionalen Reaktionen nachempfinden oder Erfahrungen emotional fühlen, obwohl er Gefühle vortäuschen könne. Diese emotionale Störung nannte Shackley semantische Demenz. Jones und Quay beschrieben 1962 in diesem Zusammenhang, dass der Psychopath die Worte kennt, jedoch nicht die Musik. Jedoch konnte sich Clackleys Konzept nicht mehr durchsetzen, da die American Psychiatric Association bei der Entwicklung des DSM basierend auf der Einteilung von Kurt Schneider von psychopathischen Störungen als Oberbegriff verschiedener Persönlichkeitsstörungen ausging. Die antisoziale Störung wurde dabei neben anderen Persönlichkeitsstörungen nur als Untergruppe von psychopathischen Störungen angesehen. Kehrte durch den amerikanischen Arzt und Psychologen William Sheldon das konstitutionelle Verständnis kurzzeitig zurück. Sheldon postulierte, wie schon Lombroso, einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsausprägung und körperlichen Merkmalen. Ausgehend von den embryonalen Schichten entwickelte er drei Körpertypen, die sich abhängig von der Körperform in ihrem Temperament unterscheiden. Der ektomorphe Körpertyp mit einer runden, weichen Körperform tendiere zu Fettleibigkeit. Er zeichne sich durch ein gelassenes, entspanntes und tolerantes Temperament aus. Einen schlanken, fragilen und schmalen Körperbau habe hingegen der endomorphe Körpertyp. Schüchternheit, Introvertiertheit und soziale Zurückgezogenheit seien nach Sheldon Kennzeichen seines Temperaments. Beim mesomorphen Körpertyp dominiere ein kräftiger, breiter und muskulärer Körperbau. Dieser Körpertyp
strebe Macht und Dominanz an, sei aktiv und rücksichtslos sowie gleichgültig gegenüber Schmerzen. In Studien untersuchte Sheldon den Körperbau von 200 delinquenten Jugendlichen und fand bei ihnen im Vergleich zu nicht delinquenten Studenten häufiger den mesomorphen Körperbau. Durch dieses Ergebnis und durch weitere Studien sah Sheldon den Zusammenhang zwischen Kriminalität und einer kräftigen muskulären Körperform als empirisch belegt an. In den folgenden Jahren waren verschiedene Forscher der Ansicht, dass nicht nur zwischen pathologischen Persönlichkeitstypen unterschieden, sondern auch innerhalb der Gruppe der Psychopathen differenziert werden muss. Benjamin Karpman, ein amerikanischer Psychiater, beschrieb 1961 Psychopathen als gefühllose, emotional unreife, zweidimensionale Personen, deren Emotionen einfach und tierähnlich seien. Dabei unterteilte er Psychopathen in zwei verschiedene Typen, den aggressiv-raubgierigen und den passiv-parasitären Typen. Den ersten Psychopathentypen zeichnet laut Karpman eine aggressive, gefühllose und raubgierige Bedürfnisbefriedigung aus. Der zweite Typ befriedigt hingegen seine Wünsche durch parasitäres Einnisten, präsentiert sich dabei seinen Mitmenschen gegenüber als hilflos, sympathisch, schwach und bedürftig. Karpman und der italienische Psychiater Silvano Arietti forderte weiter, dass bei Menschen mit einer Psychopathie-Diagnose zwischen primären und sekundären Psychopathen differenziert werden müsse. Der primäre Psychopath, auch wahr klassisch idiopathisch genannt, würde Checkleys Kriterienliste entsprechen und könne keine Schuld und Angst spüren. Der sekundäre Psychopath, auch symptomatisch oder neurotisch genannt, führe antisoziales und aggressives Verhalten aufgrund eines neurotischen Konfliktes aus. Jedoch habe er Schuld, Reuegefühle und tragfähige Beziehungen zu anderen Menschen. Als drittes gäbe es noch den dissozialen Psychopathen, auch subkultureller Delinquent genannt. Dieser sei in einem kriminellen Umfeld aufgewachsen, womit sein Verhalten seinem Umfeld entspreche. Loyalität und eine warmherzige Beziehung zu seinen Angehörigen treibe diesen Psychopathen an. DSM und ICD, Einflüsse auf die Entwicklung der Klassifikationssysteme.
DSM und ICD Einflüsse auf die Entwicklung der Klassifikationssysteme. DSM und ICD Einflüsse und Entwicklung der Klassifikationssysteme. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es bereits unterschiedliche Konzepte zu psychopathischen Persönlichkeiten. Jedoch fehlte ein einheitliches, international gültiges Klassifikationssystem für psychische Störungen. Frühere Versuche, eine solche Klassifikation einzuführen, blieben erfolglos. 1948 wurde die ICD-6 veröffentlicht, die erstmals ein Kapitel Mental Psychoneurotic and Personality Disorder enthielt. Mental Psychoneurotic and Personality Disorder enthielt. Jedoch blieb die weltweite Anerkennung und der Einsatz des Diagnosesystems aus. Die deutsche Ausgabe der ICD-6, die von 1952 bis 1968 verbindlich war, führte im Kapitel 36 Psychopathien und Neurosen unter der Nummer 361K die Bezeichnung Psychopathie, psychopathische Persönlichkeit auf. In den darauffolgenden Systemen ICD-7, ICD-8 wurden lediglich Irrtümer und Widersprüche beglichen und einige Begrifflichkeiten verändert. 1952 veröffentlichte die American Psychiatric Association das erste DSM. American Psychiatric Association das erste DSM. Bei dem sie versuchten, die Unzufriedenheit durch die negative Besetzung des Psychopathiebegriffs zu begegnen.
als Folge wurden von Patridge 1930 geprägte Soziopathiebegriffe wiederverwendet, sodass im DSM-1 in der Kategorie Persönlichkeitsstörung die soziopathische Persönlichkeitsstörung mit antisozialer Reaktion beschrieben wurde. Menschen dieser Störungskategorie seien Chronical antisocial individuals who are always in trouble, profiting neither from experience nor punishment and maintaining no real loyalties to any person, group or code. Die American Psychiatric Association betonte, dass früher als psychopathisch bezeichnete Persönlichkeiten in dieser Kategorie mit eingeschlossen seien, aber der Begriff soziopathisch spezifischer sei. Bei der Konzeption des DSM-2, das 1968 veröffentlicht wurde, wurden Shackleys 16 Kriterien einbezogen. Im DSM-2 wurde dabei erstmals der Begriff Antisocial Personality verwendet. In der Beschreibung des Störungsbildes wurde darauf verwiesen, dass eine rein kriminelle Karriere zur Vergabe dieser Diagnose nicht ausreicht. In der Beschreibung dieses Störungsbildes wurde darauf verwiesen, dass eine rein kriminelle Karriere zur Vergabe dieser Diagnose nicht ausreicht. Jedoch wurde kritisiert, dass im DSM-2 explizit Kriterien für eine differenzierte Diagnostik des Störungsbildes fehlen. Entscheidende Veränderungen gab es durch die Konzeption des DSM-3 und der ICD-9. Die ICD-9, die 1980 in Deutschland veröffentlicht wurde, orientierte sich sowohl strukturell als auch inhaltlich an der 1923 von Kurt Schneider beschriebenen Typologie und verwendete jetzt ebenfalls den Soziopathiebegriff. Das DSM-3 und das DSM-3R wurden nachhaltig von verschiedenen Langzeitstudien beeinflusst. Beispielsweise verfassten McCord und McCord 1964 nach Studien eine differenzierte Beschreibung über antisoziale Persönlichkeiten. Sie charakterisierten diese als sozial aggressive, massiv impulsive Menschen, die weder verhaltenshemmend Schuld- noch Angstgefühle empfinden und kaum eine langfristige Bindung zu anderen Menschen aufbauen können. Einen weiteren entscheidenden Einfluss auf die Konzeption des DSM-3 hatten die Studien der amerikanischen Forscherin. Da fehlt ein N. Einen weiteren entscheidenden Einfluss auf die Konzeption des DSM-3 hatten die Studien der amerikanischen Forscherin Lee Robbins. Durch die Ergebnisse ihrer Langzeitstudie, in der Prädiktoren für eine spätere soziopathische Persönlichkeit untersucht wurden, siedelte Robbins den Beginn der soziopathischen Störung vor dem 15. Lebensjahr an, was im DSM-3 als Kriterium aufgenommen wurde. Übereinstimmungen beider Klassifikationssysteme gab es bezogen auf inhaltliche, begriffliche und strukturelle Aspekte. Jedoch zeigten sich Unterschiede in Bezug auf das Hauptkriterium für eine Persönlichkeitsstörungsdiagnose. Die ICD-9 fokussierte mehr auf das gesellschaftliche Leid, das durch die
pathologische Persönlichkeit entsteht. Wohingegen das DSM-3 die mangelnde soziale Kompetenz des Individuums in den Vordergrund rückte. Des Weiteren verwendete die ICD-9 den Begriff Persönlichkeitsstörung mit soziopathischem Verhalten, wohingegen im DSM-3 von der antisozialen Persönlichkeitsstörung berichtet wurde. Kritik am DSM, der Einfluss von Robert Haren. Lieber Robert, du magst tot sein, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. So. Nach der Einführung des DSM-3 begann eine Diskussion über die Brauchbarkeit der diagnostischen Kriterien der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Vor allem Robert Haare, ein kanadischer Psychologe, kritisierte den Fokus der Kriterien auf kriminelle Verstöße gegen soziale Normen. Die Kriterien würden Verhaltensweisen wie Lügen, Stehlen, Fehlen in der Schule oder bei der Arbeit umfassen, wodurch laut Haare hauptsächlich Verhalten erfasst wurde und nicht die dem Verhalten zugrunde liegenden Persönlichkeitseigenschaften. Durch diese verhaltensnahen, auf Kriminalität fokussierenden Kriterien würden Menschen mit unterschiedlichen Motivationen, Einstellungen und Persönlichkeiten die gleiche Diagnose bekommen. Haare forderte Kriterien, die persönlichkeitsabhängige Faktoren erfassen und zwischen verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen differenzieren, wie es schon in früheren Psychopathiedefinitionen der Fall gewesen sei. Aufgrund dieser Kritik suchten verschiedene Forscher in den 1970er Jahren nach alternativen Wegen, um das Störungsbild zu operationalisieren. 1980 stellte Robert Haare seine Psychopathy-Checklist, PCL, vor, ein Messinstrument zur Erfassung des Psychopathie-Konstrukts, das 5 Jahre später überarbeitet als PCLR veröffentlicht wurde. Inhaltlich bezog sich Haare dabei auf die Beschreibung von Cleckley, wodurch affektive und interpersonelle Eigenschaften als charakterisierend für die Beschreibung von Psychopathen in den Vordergrund traten. Er war darüber hinaus der Ansicht, dass zwischen psychopathischen und antisozialen Menschen differenziert werden muss. Nach Haare erfüllen die meisten Psychopathen die Kriterien der antisozialen Persönlichkeitsstörung des DSM-3, aber die Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung erfüllen nicht automatisch die Kriterien von Psychopathie. Diese Unterscheidung schlug sich auf das Konzept der PCLR nieder. Zur Operationalisierung des Psychopathiekonstrukts werden in der PCLR 2 Faktoren verwendet, die auf unterschiedliche Facetten ausgerichtet sind. Der erste Faktor erfasst affektive und interpersonelle Merkmale, wohingegen der zweite Faktor Impulsivität, Gewalt, antisoziales Verhalten, Lügen, Stehlen und so weiter misst und damit den Kriterien des DSM-3 ähnelt. Mittlerweile hat sich aber auch die
Vier-Facetten-Version durchgesetzt. Haares Messinstrument bekam weltweite Anerkennung und wurde sowohl in forensischen als auch in nicht-kriminellen Populationen eingesetzt, um psychopathische Störungen zu erfassen. Die aktuellen Klassifikationssysteme. Die Forderung nach einem stärkeren Fokus auf interpersonelle Merkmale man da direkt reinspricht. Die Forderungen nach einem stärkeren Fokus auf interpersonelle Merkmale und Persönlichkeitszüge wurden in der ICD-10 durch eine umfassende Veränderung der diagnostischen Kriterien berücksichtigt. In der ICD-10 wurde dabei erstmals von der dissozialen Persönlichkeitsstörung gesprochen. Im DSM-4-TR, das im Jahr 2000 in den USA erschien, blieb der Fokus bei den Kriterien der antisozialen Persönlichkeitsstörung auf gewohnheitsmäßigem kriminellem Verhalten erhalten. Somit besteht weiterhin die Kritik, dass durch die diagnostischen Kriterien des DSM-4-TR keine Differenzierung zwischen persönlichkeitsabhängiger und nicht persönlichkeitsabhängiger Delinquenz erfolgen kann. Die Veröffentlichung des DSM-5 im Mai 2013 brachte einige Neuerungen im Bereich Persönlichkeitsstörung mit sich, unter anderem, dass der Schweregrad der Funktionsbeeinträchtigung, Kriterium A, mehr in den Mittelpunkt der Klassifikation rückte. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung blieb im DSM-5 enthalten und wird im Kriterium B durch pathologische Persönlichkeitsmerkmale abgebildet. Eine Weiterentwicklung der ICD-11 auch im Bereich der Persönlichkeitsstörungen ist geplant. Fazit. Hier gibt es noch eine Tabelle. Die ist, glaube ich, ganz gut, wenn man den Text nachvollziehen will. Die lese ich nicht vor. Muss auch noch was davon haben, wenn man das Buch bekommt. So. Die Geschichte der antisozialen Persönlichkeitsstörung zeigt, dass auch im Altertum Menschen mit antisozialen bzw. skrupellosen Charakterzügen als auffällig und gestört beschrieben wurden. Dies betraf ebenso die Zeit des Nationalsozialismus. Die Aktion T4 zielte unter anderem auf Menschen ab, die schon länger als 5 Jahre in einer Anstalt waren, sowie auf kriminelle Geisteskranke und führte zur sogenannten Euthanasie. Aber auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel der ehemaligen Sowjetunion, wurden die Grenzen zwischen kriminellem Verhalten und psychiatrischer Erkrankung politisch missbraucht. So schrieb zum Beispiel die ermordete russische Journalistin Anna Politkovskaya, das Serbski-Institut genießt in Russland einen denkbar schlechten Ruf, der noch aus Sowjetzeiten herrührt. Hier wurden Dissidenten, die sich gegen den Kommunismus, gegen totalitäre Lüge und politische Unfreiheit auflehnten, für verrückt erklärt. Aufgrund der
jahrhundertelang Entwicklungsgeschichte kann dieses Störungsbild heute durch Erkenntnisse aus empirischer Forschung und klinischer Erfahrung differenzierter und eingehender erfasst, beschrieben und erklärt werden, wenngleich immer noch deutliche Risiken der Pathologisierung und der Psychiatrisierung sozial störenden Verhaltens bestehen. So. So, das war das Kapitel. Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörung kommt als nächstes. Michael H. Stone. Da stehen die Unterkapitel nicht drin. Geschichte und Epidemiologie Teil 1. Zweites Kapitel Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörung. Danach kommt noch Kriminalität und antisoziales Verhalten der Mächtigen. Und Kapitel 4 Führungskräfte und Antisozialität. Das Kapitel ist ein bisschen länger. Es hat 29 Seiten. So, es besteht aus Einleitung. Sexueller Dimorphismus und Antisozialität, dann kommt Antisozialität im Jugendalter mit dem Unterkapitel verschiedenen Arten der Delinquenz, bösartig gefühlloser Typus versus impulsiv aggressiver Typus, Pöbeleien und Schikanen zwischen impulsiv und bösartig, dann kommt ein neues Unterkapitel Psychopathie. Mit dem Unterkapitel ungewöhnliche und einzigartige Ausbrüche von Antisozialität, maligner Narzissmus und sanktionierter Sadismus. Dann kommt das Unterkapitel antisoziales Verhalten und sadistische Persönlichkeit. Mit dem Unterkapitel sadistische Persönlichkeitsstörung und Psychopathie mit primär sexuellen Motiven. Sadistische Persönlichkeitsstörung in Verbindung mit Psychopathie, Hass als primär motivierende Kraft. Da sind Fallbeispiele aufgeführt. Ich weiß gar nicht, ob davor auch Fallbeispiele kommen. Da sind auch jede Menge Fallbeispiele. Das ist, kann man sich immer was drunter vorstellen. So, und dann kommt ein Fazit. 19 Seiten. Ja, ich habe noch 15 Minuten auf der Uhr. Ich würde aber jetzt aufhören. Und in 2 Tagen weitermachen mit dem Kapitel 2. Tschüss.